Hallo, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Ich freue mich, dass du dabei bist beim Video Nummer 2, die Realität des Narzissten. Falls du das erste Video nicht gesehen hast, guck dir bitte unbedingt Teil 1 an, damit du jetzt hier den Anschluss findest, damit du den roten Faden hast, wo es jetzt hier weitergeht. Im ersten Video konnte ich nicht alles so erklären, was ich eigentlich erklären wollte. Deswegen gibt es jetzt hier die Fortsetzung. Ich wollte gerne nochmal darauf eingehen, auf die Verhaltensweisen des Narzissten, die unlogisch sind, ja, wo du sagst, aber was hat er denn davon? Aber damit kann er mich nicht manipulieren oder davon kriegt er auch nicht meine Aufmerksamkeit. Also irgendwelche schrägen Verhaltensweisen, die nicht erklärbar sind. Das können eben Dinge sein, dass Eigentum zerstört wird, kaputt gemacht wird. Also nicht unbedingt dieses mit dem Hackebeil zu hauen, sondern dass es mutwillig kaputt gemacht wird oder mit Eigentum so umgegangen wird, dass es einfach kaputt gehen muss. Dass sich Ausrüstung gekauft wird für Sport oder für Motorrad oder fürs Camping. Und es wird dann überhaupt nicht verwendet oder es wird sogar gesagt, ich hasse Campen oder so einen Sport möchte ich nie machen. Also irgendwie so ganz komische, schräge Dinge. Das Letzte ist mir jetzt gerade in diesem Moment entfallen. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ja, genau. Oder zum Beispiel solche Dinge, dass man von Reisen kommt und ewig die Koffer nicht ausgeräumt werden. Ja, also der steht dann und steht und steht, wo man einfach das nicht nachvollziehen kann, obwohl in anderen Lebensbereichen auf Ordnung und Sauberkeit gepocht wird. Also wo irgendwo, wo du merkst, hier ist irgendwas total unlogisch oder ja, halt schräg irgendwie. Und diese Verhaltensweisen, die du da siehst, das sind ja oftmals auch welche, die dir erst am Ende richtig auffallen. Die sind ja oftmals so versteckt, gerade wenn man nicht mit den Narzissten zusammenlebt. Oder man geht drüber weg und denkt, na, ist ja jetzt gar nicht so tragisch. Aber wenn man in diesem Aufwachprozess ist und erstens merkt, dass diese Verletzung, dass das nicht normal ist, man beschäftigt sich mit Narzissmus, man merkt, oh, hier ist wirklich was nicht in Ordnung, dann fallen einen oft diese Verhaltensweisen erstmal auf. Weil bis zu dem Zeitpunkt, wo man noch nicht erkannt hat, mit welcher Person man zusammenlebt oder dass da irgendwas gar nicht gesund ist, ist man so in so einer Blase und ist es so normal für einen selbst, dass es einen nicht auffällt oder man das abtut, so wie, ach, wer weiß, was da ist. Das ist vor allem in sehr, sehr langjährigen Beziehungen oder Ehen so, vor allem eben dann, wenn man sehr, sehr früh zusammengekommen ist, noch nicht so viele Erfahrungen gemacht hat und eben denkt, das ist so, das ist normal. Auch da spiegelt sich wieder die schräge Normalität deiner Kindheit, wo es genauso schräg und unlogisch und undurchsichtig teilweise war. Ja, das muss ja nicht komplett so sein, dass deine Kindheit komplett so verrückt war. Aber es waren auch da, müssen auch da, weil diese Beziehung mit deinem Narzissten spiegelt ja praktisch diese Kindheit wieder. Also an der Art und Weise, wie deine toxische Beziehung ist, kannst du eigentlich wie in einem Buch deine Kindheit ablesen. Und du wirst es nicht immer sofort erkennen, weil du wirst sagen, nee, 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 nee. Also so schräg war das bei uns aber nicht. Aber wie ich schon sagte, sind auch diese Dinge oft ganz, ganz schön versteckt, weil man sie eben auch verleugnen musste. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich bin nicht da, das darf nicht geschehen, das ist nicht geschehen. Man hat ja irgendwann, als Kind wird man ja auch bewusster und man sieht, da draußen gibt es noch andere Familien. Es gibt auch andere Realitäten als die Familie, in der ich lebe. Und ein Kind, was genau hinschaut, wird schon merken, da in der Familie ist es aber ruhiger und schöner. Aber man darf auch als Kind nicht seine eigene Familie so verleugnen. Das ist so ein Urinstinkt, ja, dass man, das würde ja auch die eigene Existenz wieder bedrohen, wenn man sagt, meine Familie ist nicht ganz in Ordnung, weil man ja auch nicht gehen kann. Man muss ja das auch da aushalten in dieser Familie, ne? Also das sind dann auch immer wieder diese Parallelen, die auftauchen. Ja, und warum dieser Mensch das macht, was dahinter steckt, in diesen unlogischen Verhaltensweisen,
Dinge zu zerstören, zu vernachlässigen, Tiere zu vernachlässigen oder sogar zu schaden. Das sind alles Verhaltensweisen, die du nie zu 100% erklären kannst, warum dieser Mensch das macht. Schaut man in einen Narzissten rein, und das mache ich ja mit meinen Klienten in der Hypnose hier in der Praxis, ja, das bringe ich dann in diese energetische Trennung mit hinein oder auch in anderen Sequenzen mit rein, dass man in diesen Narzissten hineinschlüpft, energetisch in der Hypnose, und eben sieht, wie es in ihm aussieht. Und es kommt auf die narzisstische Ausprägung an, ja, also nicht jeder Klient, der hierher kommt, hat es auch mit einem Vollnarzissten zu tun, ja, also da können Anteile sein, das sind doch oftmals hochbindungsängstliche Menschen, aber wirklich diese Menschen, wo man sehr, sehr stark eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vermuten kann oder auch sehr, sehr starke psychopathische Anteile, wird man in diesen Menschen eine absolute Leere finden, wie ein tiefes schwarzes Loch, wo einfach nichts drin ist und wo eben auch oftmals ein absolutes Chaos herrscht. Auch so verschachtelt, manche Klienten erzählen mir, das sind wie ganz viele Schubläden und Schachteln. Oder es wurde mir auch berichtet, und ich kann das von meinen eigenen Erfahrungen auch sagen, die ich mit den narzisstischen Menschen, die mir im Leben begegnet sind, die ich gemacht habe, es ist wie zersplittert. Als ob wirklich so ein Spiegel zack in tausend Stücke zersplittert ist. Und wenn ein Mensch innen drin so zersplittert ist, wie soll der denn logisch handeln? Wie soll der denn eine harmonische, friedliche Beziehung führen können? Weder zu sich selbst noch nach außen. Da herrscht nur Chaos. Chaos oder tiefe, abgrundtiefe Leere und ein tiefes, tiefes schwarzes Loch. Weil, auch wenn ich mich wiederhole, alle anderen Gefühle abgespaltet, abgekattet werden mussten durch all das, was dieser Mensch erlebt hat. Interessanterweise sind die Traumatisierungen von den Narzissten oder Psychopathen oftmals genauso krass und heftig wie von den Betroffenen. Also man kann nicht sagen, nur wenn jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, der muss ja noch viel Schlimmeres erlebt haben. Ich kann euch sagen, dass die Traumatisierung von den Betroffenen, je toxischer die Beziehung war, genauso heftig und krass waren. Nur, dass das innere Selbstregulationssystem eben nicht die narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickelt hat, sondern eben andere Dinge, nämlich Co-Abhängigkeit oder andere Ängste, Phobien. Eine andere Form von Bindungsunfähigkeit durch diese Traumatisierung. Ja, oder was man eben genetisch für Veranlagungen mitbringt. Das ist ein riesen komplexes Thema, warum man eben gerade die und die Störung entwickelt. Welche Strategie am besten funktioniert. Welche Strategie die Geschwister entwickelt haben. So muss auch ein Kind gucken, okay, das macht hier schon jemand. Also muss ich was anderes machen, um irgendwie zu überleben und Aufmerksamkeit zu bekommen. Man muss auch sehen, dass eben auch wirklich in diesen narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, oftmals sind ja auch Borderline-Anteile drin, ja. Oftmals wird vermutet, es ist ein Narzisst, aber es ist eigentlich eine Borderline-Störung. Also es ist oftmals von außen gar nicht so easy zu erkennen, ja. Deswegen diese Diagnosen, das sind halt einfach Verdachtsdiagnosen, ja, wo man denkt, Mensch, ich vermute und es geht in die Richtung, wenn ihr euch die Cluster B Persönlichkeitsstörung anschaut, werdet ihr sehen, wenn ihr euch das durchliest, ah, das passt, ah nee, von der Persönlichkeitsstörung passt das und das, wo er merkt, ist alles irgendwie, wo sind mehr Anteile vorhanden, ja, und eben bei diesen Persönlichkeitsstörungen oder bei diesen Anteilen ist eben auch ganz klar eine Störung der Impulskontrolle sehr häufig zu finden. Das bedeutet, dass diese Menschen aus inneren Impulsen handeln. Das heißt, da kommt ein Impuls hoch und der muss sofort ausgeführt werden, weil sonst Unruhe und Angst auftritt. Ja, das sind solche Impulsstörungen der Impulskontrolle, wie es auch bei Spielsüchtigen ist, ja, die dann Impuls kriegen, was zu machen, also ins Spielcasino zu gehen oder zu spielen und das sonst gar nicht aushalten. Und so sind kleine Impulse, die in dem Narzissten auch immer wieder hochkommen, bestimmte Dinge zu tun, zum Beispiel irgendwas einzukaufen, irgendwelches Verhalten an den Tag zu legen,
irgendetwas zu machen, wo der Mensch in dem Moment nicht logisch überlegen kann, warum mache ich das, was hat das zu bedeuten, sondern es ist ein Impuls, das muss gemacht werden, irgendwelche Kontakte zu Ex-Freundinnen wieder aufrechtzuerhalten, um 24 Stunden später das wieder abzukarten, um zu merken, nee, geht doch nicht. Also es ist auch wirklich diese innere, absolute Zerrissenheit. Ich weiß, wie sehr die Betroffenen von Narzissten und eben Psychopathen auch leiden. Deswegen heißt das jetzt nicht, dass ich das damit entschuldigen möchte. Ich versuche es nur dadurch zu erklären, damit du so ein bisschen verstehst, warum diese Menschen so sind und so undurchsichtig sind und das einfach nicht nachvollziehbar ist. Und ich sage dir, wenn es einen Narzissten hier gäbe, der sagt, okay, ich erkläre mich hier bereit, meine Innenwelt hier darzulegen und dir zu erklären, warum ich das und das gemacht habe. Und wir würden so einen Narzissten finden. Und wir würden ihn fragen, warum hast du das gemacht und warum hast du dann das da wieder kaputt gemacht und warum hast du die wieder kontaktiert, obwohl du ja die drei andere hattest. Klar kann man sich viel erklären mit Energie und mit Aufmerksamkeit. Es ist die ständige Suche, irgendwo anzukommen. Es ist der ständige Versuch, irgendwie hier klarzukommen. Gerade bei Borderlinern, ja, die werden das eben beschreiben. Dieser ständige Kampf gegen innere Dämonen, dieser Überlebenskampf, ja, der da stattfindet. Der natürlich in dir auf einer anderen Art und Weise auch stattfindet. Also ihr beide habt im Prinzip die ähnliche Verletzungen und Traumatisierungen, ja. Und er würde dieser Narzisst, den man dir fragen würde, er würde dir auch vieles nicht erklären. Der würde dir sagen, weiß nicht, kam mir die Idee. Oder da stand ich neben mir, weiß ich gar nicht. Oder dass viele Dinge er wirklich schon wieder vergessen hat und abgehakt und abgespaltet hat. Dass auch viele Erinnerungen auch wie abgespaltet sind. Und du dir sagst, ey verdammt, das kann der doch nicht vergessen haben. Was weiß ich, manche sagen ja, die Geburt unseres Kindes und das muss doch aber, das kann man doch nicht vergessen. Oder diesen Moment, das kann ihnen doch nicht egal gewesen sein. Oder eben dieses Abspalten. Egal wie sehr wir uns hier bemühen, diese Antworten zu finden, ich versuche aus den eigenen Erfahrungen, aus der Erfahrung mit Klienten, von all dem, was ich über dieses Thema weiß, versuche ich dir diese Antworten hier zu präsentieren, damit du dir manche Dinge erklären kannst, aufklären zu 100%, wenn wir es nie können. Weil wir können nie in einen anderen Menschen zu 100% reingehen und man kann auch nie verallgemeinern, alle Narzissten sind so, alle machen das, alle denken so, alle bezwecken das, wenn sie dies tun. Man kann die Menschen nicht wirklich in Schubladen stecken. Man kann sagen, ja, viele Dinge sind ähnlich, ja, sonst würde es ja diese vielen Symptome und diese dazugehörigen Krankheiten nicht geben, die Persönlichkeitsstörungen. Aber man darf nicht vergessen, am Ende ist jeder Mensch individuell und man kann nie in einen reinschauen. Und alles, was ich hier sage, soll dazu dienen, dir zu helfen, es zu verstehen und zu der Erkenntnis zu kommen, ich werde nicht alles verstehen, was in ihm vorgegangen ist. Ich werde nicht alles erklären können. Ich erkenne, in ihm ist wahrscheinlich Chaos, in ihm ist Leere. In ihm herrscht ein Mechanismus von Abspalten, von Trennen, von Abkatten, von, ich sage immer, Feuerschutzwänden, wenn du die aus Solarhallen kennst, diese Feuerschutzwände, die sich richtig zusammenschieben, wo ein Teil richtig abgeschottet ist, dahinter kann es abbrennen und der andere Teil dieser Lagerhalle bleibt verschont. Falls du sowas kennst, so ungefähr musst du dir das vorstellen, wo da aus Schutz Wände hochgeschoben werden und dadurch auch Dinge abgespaltet vergessen werden, die man vorher gemacht hat, die aber dann als unlogisch und schräg nach außen sind, die vielleicht zum damaligen Zeitpunkt einen Sinn gemacht haben. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Es ist wirklich nicht einfach, das in Worte zu fassen, das zu erklären. Man kann nicht alles erklären. Es soll dir helfen, Antworten zu finden. Es soll dir helfen, diese Antworten zu finden, dass du nicht auf alles eine Antwort 100% und explizit bekommen wirst, um dich damit abfinden zu können, um das anzunehmen und zu sehen, ja, da ist ein Mensch,
der ist durcheinander, der ist genau wie ich traumatisiert, der hat den Weg gewählt zu verletzen, zu manipulieren, zu zerstören, zu lügen. Aus den inneren Verletzungen heraus, das ist nicht in Ordnung. Der muss die Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen. Ich werde nicht beantwortet bekommen, warum er so ist. Ich sehe, er ist so, wie er ist. Und für dich ist das Wichtigste und das Heilsamste und das Einzige, was wirklich heilt, es anzunehmen, so wie es ist. Dieser Mensch ist so, wie er ist. Warum er das und das tut, wir werden es nicht explizit beantworten können. Er ist so, wie er ist in seiner eigenen Welt, er ist in seinen eigenen Verstrickungen, Verletzungen, in dieser Zersplitterung dieses wirklich zerbrochenen Spiegels gefangen und hat eben die Strategie gewählt. Du kannst nur aus der Schusslinie gehen, so wie der Narzisst Verantwortung übernehmen müsste für das, was er tut, dass er eben nicht mehr Menschen verletzt und manipuliert. Dazu müsste er seine Muster anschauen, dazu müsste er ganz klar Therapie machen. Aber genauso müsstest du deine Verantwortung übernehmen, aus der Schusslinie rauszugehen, Grenzen zu ziehen, Stopp zu sagen, dich zurückzunehmen, dich in Sicherheit zu bringen, irgendwann zu akzeptieren, dass er so ist, wie er ist, dass er sich nicht verändert, dass er so bleibt, dass du nicht die Antwort auf diese Fragen bekommst, dass du merkst, dass es dir nicht gut tut, dass es dich verletzt, dass es für dich gefährlich ist und dass du deinen eigenen Weg gehen musst, deine Befreiung in die Hand nimmst, deine Verantwortung übernimmst, in deine Selbstermächtigung bekommst, dich davon befreist, ja, deinen Weg gehst. Und eben erkennst, dass es gefährlich auch für dich ist, da so lange drin zu bleiben. Dass auch das auf Dauer, wenn du die Fragen beantwortet hast, dass es dann auch gut sein sollte. Weil eben diese dauerhafte Beschäftigung ist ja auch wie so eine Dauerschleife. Kann auch zum Ablenkungsmanöver werden, wenn du dich zu viel mit diesen Fragen beschäftigst, auf die du eh keine hundertprozentige Antwort bekommen wirst, die dich dann darin festhält, deinen Weg zu gehen, die dich dann davon ablenkt, auf deine eigenen Wunden zu schauen, die dich ablenkt, auf deine Muster zu schauen, die dich davon abbringt, deinen Weg zu gehen. Also bis zum gewissen Punkt, ja, versuche ich die Fragen zu beantworten, aber dann, okay, ich habe es kapiert. So und so ticken diese Menschen höchstwahrscheinlich, ich kann es nie zu 100% beantworten, aber ich habe so eine Idee, wie es in ihm aussehen könnte. Ich weiß, ich kann ihm nicht helfen, er muss sich selber helfen. Ich kann jetzt nur mir helfen, er ist so, wie er ist und dich dann auch beschützen. Denn ich sag mal, ein Hund, der dich schon 10-mal gebissen hat, den würdest du da auch nicht zum 11. Mal deine Hand hinhalten, dass er dich nochmal beißt. Du würdest auch nicht in einen Pool schwimmen gehen, wenn du weißt, in diesem Pool schwimmt der weiße Hai. Und der weiße Hai hat halt nun mal eben diesen Trieb in sich zu jagen und dir ein Bein abzubeißen. Deswegen ist der weiße Hai, wie soll ich ihn sagen, er ist so, wie er ist. Ein weißer Hai ist ein weißer Hai, der ist kein Kuscheltierchen. Ja, das ist kein süßes Kaninchen oder so eine kleine Kaulquappe, mit der du da rumplanschen kannst. Dass du dann eben auch erkennst, ja, dieser Mensch, der ist auch gefährlich in gewisser Weise für mich, weil er ist, so wie er ist. Und ich kann mich dann halt eben auch in Sicherheit bringen. Denn es gibt tatsächlich eben Beziehungen, wirklich von ein bisschen toxisch zu hochtoxisch, die ganz klar für dich wirklich gefährlich sind und wo du dich wirklich in Sicherheit bringst, wo du deinen eigenen Weg jetzt gehen kannst und wo, ja, wie ich schon sagte, auch wenn ich mich wiederhole und diese Wiederholung ist wichtig für deinen Kopf, für dein Unterbewusstsein, dass das auch hängen bleibt, steh auf, nimm deine Befreiung in deine Hand und ja, klar, die Fragen werden einen noch eine Weile begleiten und die Gedanken an diesen toxischen Menschen auch. Aber je mehr du dich auf dich konzentrierst, deinen Weg gehst, deine Wunden beginnst zu heilen, umso mehr wird es verblassen. Umso mehr wird es immer mehr in den Hintergrund treten. Und das wünsche ich dir, dass bald bessere Zeiten kommen, dass sonnige Zeiten kommen. Und die kommen. Aber du musst natürlich anfangen, aufstehen und losgehen und nicht in diesen endlos Schleifen und Fragen hängen bleiben. Du kannst ja auf den Weg gehen und dir immer noch Fragen beantworten, aber wirklich auch losgehen. Okay?
Gut, ich hoffe, ich konnte es soweit beantworten, dass du mir folgen konntest, dass dir das jetzt wieder geholfen hat, jetzt einfach aufzustehen und weiterzugehen. Weitere Hilfen auf deinem Weg in die Freiheit findest du auf meiner Seite www.liebenohneleiden.de. Da sind nochmal ganz, ganz viele Dinge erklärt. Es gibt auch einen Shop für dein Selbstbefreiungsprogramm. Und ich freue mich schon aufs nächste Video. Bleib gesund und finde die Kraft, deinen Weg zu gehen und bleib optimistisch. Es gibt Wege daraus und auch für dich wird bald wieder die Sonne scheinen. Denk dran, jeder Tag ist ein Geschenk. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.